Hallo, lieber Wassermann, das ist deine Prognose für Dezember 2020. Am 1. des Monats tritt Merkur in Schütze ein. Das heißt, bis 21. Dezember kümmerst du dich um die Beendigung einer Angelegenheit, die dich zur Erfüllung deiner Träume näher bringt. Du könntest in kürzester Zeit gut mit einem persönlichen Projekt vorankommen. Zwischen 2. und 6. des Monats bilden Venus und Neptun einen Trigon. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du Anerkennung und Hilfe von einem Menschen in allen deinen Anliegen bekommst. Eine Frau könnte eine wichtige Rolle bei der Verfolgung deiner Ziele sein. Zwischen 7. und 9. Dezember haben wir einen Quadrat zwischen Sonne und Neptun. Überwältigende Gefühle können an diesen Tagen leichter als sonst vorkommen. Wenn dies zutrifft, dann sollte man diese fließen lassen und nichts verdrängen. Deine körperliche Kraft kann etwas geschwächt sein. Wenn nicht, dann wirst du dich stärker als sonst mit dem Gesundheitsthema beschäftigen. Wir haben dann zwischen 10. und 11. Dezember Sonne, Trigon, Mars. Du könntest viel Papierkram, Behördengänge, Gespräche und Telefonate machen. Es ist wichtig, mein lieber Wassermann, dass man seine Sachen regelt, ohne sich dabei zu beschweren. Zwischen 12. und 13. des Monats haben wir einen Quadrat zwischen Merkur und Neptun. Nur mit der richtigen Einstellung wirst du jegliche Herausforderungen meistern, möglicherweise. Musst du irgendwelche Formulare ausfüllen oder vielleicht musst du eine Prüfung machen? Es kann sein, dass man auch einen Vertrag unterschreiben muss. Das alles kann möglich sein, je nach Geburtshoroskop. Wir haben am 14. einen Neumond und eine Sonnenfinsternis in Schütze. Auch wenn es dir eine gewisse Ungewissheit in Bezug auf die Zukunft gibt, wirst du bald deinen beruflichen Horizont erweitern können und deine Kenntnisse in einer völlig neuen Umgebung einbringen wollen? Das ergibt sich aus dieser Konstellation heraus. Im beruflichen sowie im privaten Bereich werden bis März 2023 neue Herausforderungen auf dich zukommen. Diese Herausforderungen beinhalten gleichzeitig auch Möglichkeiten, die du nutzen kannst. In diesen Jahren kann es geschehen, dass manche Menschen sich aus deinem Leben verabschieden und du dich alleine zurechtfinden musst. Im beruflichen Bereich wird sich auch etwas ganz Neues ergeben für dich. Am 15. haben wir Venus in Schütze eingetreten. Bis 8. Januar käme ein Umzug, eine räumliche Umgestaltung oder eine Reise in Frage. Zwischen 17. und 19. haben wir eine Konjunktion, also Saturn und Jupiter, beide sind in deinem Zeichen. Und das heißt, bis April 2021 dürfte sich einiges in deinem Leben ändern. Berufliche Angelegenheiten sind positiv veranlagt. Und auch zwischen 20. und 21., auch an diesen Tagen haben wir Jupiter und Saturn in Konjunktion in deinem Zeichen, und das heißt auch, dass du deinen Platz in einer Gruppe, Firma oder Gemeinschaft finden wirst. Ein Orts- oder Studienwechsel ist bei vielen Wassermännern bis März 2021 möglich. Zwischen 22. und 23. des Monats bilden Mars und Jupiter eine Quadratur. Während eines Besuchs oder einer kleinen Reise können Situationen vorkommen, in denen deine Geduld auf die Probe gestellt wird. Wir haben zwischen 24. und 28. Merkur, Trigon, Uranus. Du wirst anhand der Geschehnisse dir einen neuen Plan in Bezug auf eine Sache machen. Es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, mein lieber Wassermann, dass du Ungewöhnliches von jemandem anderem erfährst, was dich zur schnellen Handlung auffordert. Und dann zwischen 30. und 31. des Monats
Beendest du das Jahr 2020 mit einem Vollmond in Krebs? Du selbst oder eine andere Person kann hilfsbedürftig sein. Positiv betrachtet wird es dir durch diesen Mond gelingen, dich neu zu organisieren und strukturierter zu sein. Manche Situationen können kompliziert erscheinen, aber du wirst am Ende erfolgreich sein. Mit diesen Wörtern, mein lieber Wassermann, bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit. Wenn du eine individuelle Beratung für das kommende Jahr brauchst, kannst du gerne eine Beratung bei mir buchen. Ich wünsche dir frohe Weihnachten und frohes neues Jahr. Alles Gute und bis zum nächsten Video.